Zurück in der Schule. Große Pause für die Erstklässler vor den letzten beiden Schulstunden. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Training an, oder? Ja, wen hättest du denn gern zuerst? Ich fange mal mit dem Paul an, würde ich sagen. Und zwar mit der Fortsetzung der letzten Schulstunde ab ins Körbchen. Ne, am Anfang ist es einfach zufällig. Der weiß noch nicht genau, was er tut. Aber so nähern wir uns der ganzen Thematik an. Komm mal her. So, also Futter zeigen. Sucht jetzt danach irgendwas hier in dem Bereich, war es doch, was ich will. Ne, das heißt, das setzen wir auch noch mal aus. Nochmal, ja, sehr schön. Ob Paul sich an das Gelernte von letzter Woche noch erinnert? So, jetzt werde ich mit Paul hier noch mal eine kleine Wiederholung machen, was das Thema ins Körbchen schicken angeht. Ist schon mal vorbereitet hier. Ja, macht das schon super. Ich werde jetzt den Abstand erweitern und auch das Kommando mit reinnehmen. Ne? Wir nehmen wieder Futter. So, komm mal her, Paul. Ich zeige ihm das Futter. Geh so ein bisschen mit. Zack, fein. Ne? Belohne exakt den Moment, wo er im Körbchen drin ist. Machen wir jetzt noch einmal und dann versuchen wir das wieder, dass er das auf Abstand anbietet. So, dein Känguru. Hm? So, ich achte schon mal, da kommt schon fein. Die Übung sitzt. Paul versteht genau, was sein Lehrer von ihm will. Ich zeige ihm einfach nur das Futter und mache erstmal gar nichts. Er tanzt jetzt hier heute wunderbar und fein, sehr schön. Da hat Paul zu Hause wohl brav Hausaufgaben gemacht. So, jetzt gehe ich noch mal ein bisschen hier. Ich gehe mal hier in die Ecke. Etwas andere Situation. Und ich bleibe hier in der Ecke stehen. Körpersprachlich schwieriger, die Aufgabe. Ja, das ist nicht das Körbchen. Ne, man sieht sofort, da muss er erstmal nachdenken. Und ich schaue mal, was er macht. Fein, das war super. Da konnte man jetzt richtig schön sehen, wie der nachdenkt, ne? Wie der ausprobiert. Dann sieht er das Körbchen und dann macht so, ach, Klick. Ne? Und dann rennt er ins Körbchen. Wunderbar. Und dann muss ich natürlich zur Stelle sein. Ne? Wieder mit meinem Markerwort, mit dem Fein hinterher. Leckerchen, wunderbar. Und wieder das Auflösen. Paul, okay. Sehr gut. Beim Paul ist es immer so, wenn es was zum Lernen gibt, dann ist er ganz vorne mit dabei. Der hat richtig Lust zu trainieren. Der ist sehr konzentriert auch bei der Sache. Dementsprechend schnell verknüpft er auch solche Dinge. Kann man jetzt auch hier bei dem ins Körbchen schicken sehr gut sehen. Das hat er verstanden und das wird mit Sicherheit auch zu Hause sehr gut funktionieren. Und wie klappt das bei Boxerwelpen Gamma? Futter zeigen, abwarten, einen Sitz, einen Platz kriege ich. Doch kann die Boxerhündin auch um die Ecke denken? Ja, da baut sich ein bisschen Stress auf. Das Kratzen ist eine Übersprungshandlung. Fein, sehr gut. Wenn man mal merkt, dass man einfach drüber ist und der Hund einfach nichts mehr hinkriegt, mehr helfen kann ich zu jedem Zeitpunkt. Das heißt, ne, wenn ich das feststelle, da geht nichts mehr, da kommt Frust auf, da kommt Stress auf, Leckerchen nehmen, einfach nochmal komplett helfen und zurückbringen, ist kein Problem. Ja, Gamma hat das auf jeden Fall verstanden. Sie geht zuverlässig und gut ins Körbchen rein. Und was hier auffällt, ist, dass sie sich auch sehr schnell entspannt. Das heißt, sie legt sich hin und ist sofort angekommen. Ich denke mal, dass das zu Hause auch so ist und dass da das Körbchen, was sie zu Hause hat, auch dementsprechend eine Rolle spielt. Das tut es. Allerdings haben Gammas Besitzer so ihre Schwierigkeiten, Gamma vom Körbchen zu überzeugen. Sie ist rund um die Uhr aktiv. Wir haben uns ein paar Rassen angeschaut und gemerkt, dass ein Boxer von seinem Wesen her einfach sehr gut zu uns passt. Sehr aktiv, sehr anhänglich, ist ein Familienhund. Das sind so genau die Eigenschaften, nach denen wir gesucht haben. Das Problem? Das Paar hat keinerlei Hundeerfahrung und weiß nicht, wohin mit Gammas Temperament. Ich bin absolut kein Experte und habe auch noch viel zu lernen. Das ist, glaube ich, auch Sinn des Trainings. Nicht nur, dass Gamma gewisse Sachen lernt, sondern dass wir auch lernen, wie wir den Hund erziehen. Nein. Eine interessante Aufgabe für den Welpentrainer. Also sie ist extrem abgelenkt bisher noch. Das liegt aber einfach in ihrem Alter, glaube ich. Und dann funktionieren auch die Kommandos von uns natürlich nicht mehr, weil sie einfach in ihrer eigenen Welt schwebt so ein bisschen. Welpentrainer André holt seine Schüler wieder runter. Gustav ist dran mit der Übung ab ins Körbchen. Versteht er, was sein Lehrer will?
Das kennt er leider auch von zu Hause. Hier ignoriere ich das einfach vollständig und belohne es nicht. Wenn ich jetzt merke, da kommen Geräusche raus aus dem Hund, dann könnte das Frust sein und dann kann ich wieder noch mal ein bisschen mehr helfen. Und wieder fein, sehr schön. Ja? Kann man jetzt hier auch noch mal sehen, der Hund probiert genau aus, was will ich genau. Und ich brauche da definitiv ein paar mehr Wiederholungen zu, ein bisschen mehr Erfolg, bis das wirklich sitzt und habe wirklich hinterher ein Kommando, also dieses in den Korb schicken, was ich wirklich von überall im Haus, in der Wohnung machen kann. Ne? Und was er wirklich auch gerne macht, weil er das natürlich sehr positiv mit dem Futter gelernt hat. Der Gustav stellt sich hier schon sehr gut an, hat das generell verstanden. Was auffällig bei ihm ist, sobald wir den Abstand steigern und er an der Couch vorbei muss, springt er jedes Mal auf die Couch. Man kann das Gefühl bekommen, dass zu Hause die Couch auch sein Körbchen ist. Vielleicht ist das ja so. Von der Couch auf den Pausenhof. Entspannung für die Schulkinder und für das Personal.